So, da sind wir wieder. Wir müssten jetzt auf Ebene 8 sein. Also 7 war ja das mit dem Feuerstab. Eine Ebene drunter ist das hier, 8, mit dem riesigen Raum in der Mitte. Und jetzt springen wir mal in Ebene 9 runter. Ein Juice darf. Nicht der Jude, sondern. Das ist eine Holzart. Ich weiß mal nicht, was die auf Deutsch heißt. So, und was machst du? 4 Mana. Stacken die Stäbe? Cool. Okay, also unser Nabi ist jetzt der Herr der Ringe, Gandalf, mit den zwei Stäben in der Hand. Nee, das war Saruman, oder? Naja, im Film jedenfalls. Also, Hallo? Heiltrank. Hallo? Heiltrank. Hallo? Heiltrank. Und ich hoffe einfach mal, dass der Teleporter uns irgendwo anders hinbringt, als da, wo wir runtergesprungen sind. Denn sonst wäre die ganze Runterspringaktion total sinnlos gewesen. Oh, ein Geist. Da haben wir was für. Und wir sind wieder hier beim grünen Knopf, den wir aber schon gedrückt haben. Und das Ding, da können wir nicht wieder entdrücken. Hier waren die Feuerbälle, die kommen aber anscheinend nicht mehr, sonst hätten wir jetzt schon längst ein Problem gehabt. Und irgendwo liegt bestimmt ein grauer Schlüssel auf grauem Grund und wartet darauf, gefunden zu werden. Na gut, also wir gehen jetzt von den Feuerbällen aus. Erstmal sollten wir den Kompass wieder in die Hand nehmen. Und den Bogen können wir auch lassen. Wir schießen eh fast nie. Haben wir noch einen Stab für ihn? Der bringt ein Mana. Das wird besser als nichts. Ja, chop, chop. So, also. Der Feuerballmechanismus ist im Westen. Und es geht nicht weiter, nicht großartig weiter nach Norden. Also ja. Im Westen ist der Feuerballmechanismus. Jetzt gehen wir mal nach Süden und gucken da weiter. Ich bin auch bisher immer davon ausgegangen, dass diese Teleporter-Animationen halt nur Dreher sind für die Feuerbälle. Es könnte aber auch sein, dass ein, zwei davon richtige Teleporter sind. Das müsste man eigentlich auch nochmal testen. So, hier ist die doofe Tür. Wo der Schlüssel immer noch nicht reinpasst und wir keinen anderen haben. Nö, ich habe nichts übersehen. Ärgerlich. Aber wir wissen jetzt, im Südwesten ist die Tür, die wir öffnen wollen. Ups, das war der falsche. Ah, ja, nicht wirklich Südwesten. Eher so Mitte Westen. Also, Mitte Westen. Bisschen weiter oben ist der Feuerballapparatus. Mitte Westen ist die Tür, die wir öffnen wollen. Und wir gehen weiter nach Süden. One Hit, okay. So, jetzt sind wir an der Südwand angekommen. Oh, nee, nicht ganz. Na, ich habe auch keine ungefähre Vorstellung davon, wie der Raum gestaltet ist. Okay, also sind wir noch lange nicht an der Südwand angekommen. Wir sind nämlich gerade wieder beim Eingang. Das heißt, Feuerballmechanismus und Tür, die wir öffnen wollen, sind im Nordwesten von diesem komisch gearteten Raum. Jetzt gehen wir weiter nach Süden. Hier waren wir schon mal drin, hier ist nichts. Wir wollen weiter nach Osten bzw. Süden. Lux, Geist. Zack, tot. Hier ist noch eine Sackgasse und wir kommen nicht weiter nach Süden, weil da wieder die Fallgruben im Weg sind. Das heißt, wurde es hier irgendwas drin? Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier in den mittleren Bereich durchwuseln. Hier rum. Hier auch mal kurz gucken. Ah, ich höre schon wieder so einen kleinen Typen rennen. Genau du. Zaubererlevel. Schöne Sache. So, jetzt sind wir bei den Falltüren, wo wir eben nicht weiterkamen und können jetzt weiter Richtung Südwand.
Das wäre dann die Reihe hier. Also, Nordwesten, immer noch Feuerballmechanismus und Tür, die wir öffnen wollen. An der Südwand ist soweit nichts von Interesse. Oh, hier geht es ganz schön weit weiter. Was haben wir denn hier? Ah! Da war eine Druckplatte. Hier waren wir doch schon mal, oder? Wenn wir jetzt hier irgendwas hinlegen, müsste es verschwinden. Tut's nicht. Okay. Kommt da noch eine Druckplatte? Dum, 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 dum. Da ist das Gesicht wieder. Ah, hier sind die ganzen Sachen, die wir hingeschmissen haben. Aber eigentlich war ja doch irgendwo eine Wand offen, genau. Ist hier vielleicht irgendwo der Schädelschlüssel gewesen? Oder das Schloss davon? Bitte, bitte. Ah ja, und wir müssen uns merken, im Süden war dann dieser Bereich hier. Wo auch immer der uns genau hinbringt. Ich glaube, hier war nur ein Secret gewesen. Also mit auch richtiger Notiz. Hier ist ein Secret, toll gemacht und so weiter. Ja, ist aber nicht das, was ich gerne hätte. Wir wissen immer noch nicht, was die Druckplatte da macht. Und ich nehme nicht an, dass wir in einem Secret irgendwas machen müssen, um in das nächste Level zu kommen. Das kann so nicht richtig sein. Also raus hier, wir gehen wieder in diesen komischen Korridor. Ist nur die Frage, ob der Korridor für irgendwas da ist, außer das Secret. Also ob es ein Ende gibt zum Beispiel. Sie laufen jetzt einfach mal weiter. Und bin wieder ganz am Anfang. Naja, ich denke, das führt nur zu dem Secret. Können wir mal rückwärts laufen? Da war eine Druckplatte. Da ist das Gesicht. Gleich müsste die Abzweigung kommen. Ha, nochmal Gesicht. Ah, hier sind die ganzen Gegenstände. Und warum geht die Tür eigentlich jetzt erst auf? Oder die Wand? Na, auch komisch. Na gut, ich wollte mal rückwärts durchgehen. Und ändert gar nichts. Nö. Also das scheint echt nur hier gewesen zu sein für das Secret. Das heißt, wir gehen hier wieder durch, gehen wieder in den Hauptraum und schauen uns weiter um in Richtung Ostwand sind wir jetzt, wenn ich das richtig sehe. Schwupp, dummer Geist. Und das alles nur, um stinknormalen grauen Schlüssel zu finden. Was haben wir hier? Auch kein grauer Schlüssel irgendwo auf dem Boden. Nee. So, wir gucken nach Norden. Das heißt, wir sind jetzt schon an der Ostwand. Da ist ein Schalter, den wir schon mal gedrückt haben. Soweit, so gut. Schön weiter an der Ostwand lang. Was haben wir hier? Wieder nix. Also ja, es kann gut sein, dass in der Mitte irgendwo was ist, was wir halt nie sehen, weil wir immer im Kreis außen rum langlaufen. Das werde ich dann wohl als nächstes probieren. Weil sonst fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. So, wir gehen nach Westen. Wir gehen auch noch nach Westen. Dich haben wir schon gedrückt. Und wir nähern uns jetzt der Nordwand, denke ich mal. Ja, hier müsste die Nordostecke sein von. Nee, ne? Seht ihr die Pixel da? Da liegt ein Schlüssel. Einfach so auf dem Boden rum. Boah. Na gut, egal, wir haben ihn jetzt.
im Nordwesten, also wenn wir jetzt einfach nach Westen laufen, müssten wir irgendwann in die Nordwestecke kommen und da ist der Feuerballmechanismus und die Tür, die wir öffnen wollten. Hier ist der Feuerballmechanismus. Hier ist eine Mumie, die wir kurz umhauen. Oh, der kann sogar mit dem Stab was machen. Dispel hat er gehabt. Das ist Entzauberung. Ich war mir gar nicht bewusst, dass Gegner Zauber auf sich haben können. Aber gut. Hier müsste gleich irgendwo eine Abzweigung kommen, wo die Tür ist, die wir öffnen wollen. Und ich hoffe einfach mal, dass die solide Eisenschlüssel da reinpasst. Bitte, 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 bitte. Ja, schön. Endlich raus hier aus dieser doofen Ecke. So, ich höre noch mehr Gerassel und Abzweigungen, die keine Abzweigungen sind. Zack, zack. Und ihr beiden könnt nochmal schön ein paar Feuerbälle schmeißen. Das ist alles Training. Gosmog steht links, das ist gut. Zed steht rechts, das ist, ja. Ah, Zauberer-Level. Und er hat schon 170 Lebenspunkte. Die Magier haben zwar immer noch mehr als er, aber er holt langsam auf. So, wir haben. Oh, oh. Immer noch keine Auswahlmöglichkeit gehabt, wenn ich es richtig sehe. Nee. Das sind immer nur Gänge, die halt so einen kleinen Schnörkel drin haben, weil die sich kurz aufsplitten und danach wieder zusammengehen. Heißt, wir verpassen hier nirgendwo irgendwas. Und was haben wir denn da Schönes? Eine Truhe und ein Totenschädel in der Wand. Das dürfte doch wohl unser Schloss sein, das wir gesucht haben. Und hier drin ist der Spruch: Jabroros hinterlässt eine Spur aus magischen Fußstapfen. Das ist sehr, sehr cool. Also, Viereck, Yin-Yang, Schale mit dem Tropfen. Kommt erstmal ins Zauberbuch. Haben wir schon alles. Also, Viereck, Yin-Yang, Schale mit dem Tropfen. Zack. Und jetzt müssten hier auf dem Boden so eine Fußstapfen sein, dass wir hier schon mal waren. Das Problem ist nur, dass der Zauber begrenzt ist. Das heißt, irgendwann verschwinden die Dinge halt wieder. Aber wenn wir das auf der höchsten Stufe machen würden, also das hier, das, das und das, dann halten sie doch schon recht lange. Aber so hoch ist unser Skill halt noch nicht. Aber für später ist das sehr praktisch. Vor allem, wenn die Level noch ein bisschen größer und unübersichtlicher werden. Und ja, die werden noch viel unübersichtlicher. Mit Dreher und unsichtbaren Wänden und was weiß ich. Aber jetzt wollen wir endlich unseren. Erstmal Schwert in die Hand nehmen. Hat irgendjemand noch Platz? Wir sind schon wieder fast alle überladen, deswegen bin ich auch so langsam, Krummel. Aber na gut, jetzt wollen wir unseren Schlüssel da reinstecken und gucken, wo wir rauskommen. Ah. Okay. Wo zur Hölle? Sind wir da im Hauptraum? Im Hauptraum gab es einen Gang nach unten. Noch ein Gang nach unten, noch ein Gang nach unten. Wo zur Hölle sind wir hier? Der einzige Weg nach draußen ist ein anderer Weg nach drinnen. Okay. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Ich habe schon lange aufgehört zu zählen, welches Level wir jetzt sind. Und hier haben wir ein rotes Schloss. Ja, ganz wieder nach oben, ganz wieder nach oben, ganz wieder nach oben. So. Folgen wir den Fußspuren. Hier geht es wieder in den Hauptraum. Ich war mir gar nicht bewusst, dass man vom Hauptraum aus zu einer Treppe nach unten kommt. Das ist schon komisch. Aber na gut, hier haben wir wohl eine Abkürzung geöffnet. Und hier geht es regulär weiter runter. Aber erstmal schlafen wir. Dann gibt es eine Runde zu trinken und zu essen. Feuerbälle werden vorbereitet. Und dann wird gespeichert, ein Cut gemacht. Und in der nächsten Folge gucken wir, was da unten so alles ist. Also, trinken. Wer hat trinken? Wir sollten definitiv demnächst mal unser Wasser auffüllen, denn wir sind alle.
Die beiden sind schon recht weit unten. Okay. Also ja, sobald wir eine Fontäne sehen, sofort alles auffüllen und jeder was trinken. Wie schaut's mit Essen aus? Du hast noch ein bisschen was, du settert am wenigsten. Das heißt, er kriegt die Keule. Und sonst haben wir hier noch was. Gut. Wurmfleisch zuerst, das wiegt am meisten. Und bringt am wenigsten, wie ich gerade sehe. Du bist leer. Wurmfleisch, Pilzstück. So, du kannst noch was essen. Kannst gleich noch mehr essen. Und dann ist gleich unsere Truhe auch schon leer. Und die Pilzbrocken bringen nicht mehr so viel, wie ich in Erinnerung hatte. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hochlaufen würden zu dem Raum, wo die Pilze respawnen, dann müssen wir hoffen, dass die Pilze auch schön schnell respawnen, sonst bringt das gar nichts. Sonst sitzen wir da, verlieren Nahrung durch das Warten auf den Respawn, dann tauchen sie auf, wir bringen sie um, essen sie auf und sind wieder voll. Ohne dass wir wirklich einen Plus gemacht haben an Nahrung. Aber gut, jetzt speichern wir und nächste Folge geht's runter. LP 26. Bis gleich.